Also ich werde jetzt kurz erklären, wie die Aufwertung der Vertretungsstrukturen an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen funktioniert, aber vorab möchte ich mal das aktuelle System kurz näher bringen. Im Moment sind Vertretungen an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen Anhängsel der Bundesvertretung, weil sie zum einen keine eigene Körperschaft öffentlichen Rechts sind und somit da keine Rechtsgeschäfte autonom durchführen können. Ein anderer Punkt ist, dass an pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen jedes Jahr die Hochschulvertretung gewählt wird. Also auf Universitäten sind es 2 Jahre. An Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen wird die Hochschulvertretung per Personenwahl und jährlich durchgeführt. Das ist komplett anders wie an Universitäten im jetzigen Zeitpunkt. Es ist mühsam für die Einzelpersonen, für die Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter an den Hochschulen, weil keine Kontinuität da ist, weil jährlich gewählt wird. Es ist eine hohe Fluktuation und das macht die Arbeit in der ÖH-Vertretung an den Hochschulen sehr schwer. Jetzt kommt das HSG 2014, da gibt es eine ganz klare Aufwertung der Vertretungsstrukturen. Zum einen wird das Wahlrecht verändert, das heißt auch an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen wird alle 2 Jahre die Vertretung gewählt und das Ganze per Listenwahl. Weiter wesentlicher Punkt ist, dass endlich die Fachhochschulvertretungen und pädagogischen Hochschulvertretungen in die Autonomie entsandt werden. Also sie müssen jetzt keine Anhängsel der Bundesvertretung mehr sein, weil sie ab 1000 Studierende eigene Rechtskörperschaften werden. Mit dem HSG 2014 gibt es somit keine Studierendenvertreterinnen zweiter Klasse mehr. Also ein Riesenerfolg und eine Aufwertung für die FH- und PH-Vertretungen. Wir hoffen Sie mit der neuen Reform, dass auch jetzt an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen noch mehr kritische und autonome Arbeit in der Vertretung passieren kann.